Mario hier, willkommen auf meinem Kanal, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Da habt ihr jetzt gedacht, dass mir langweilig geworden ist beim Bau von Schiffsmodellen. Nein, natürlich nicht. Moin, Mario hier, willkommen auf meinem Kanal, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen bei Marios Schiffsmodellbau auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Seid ihr herzlichst gegrüßt. Die San Felipe ist heute wieder Thema. Wir haben ja in der letzten Woche haben wir die ersten Bauphasen verbaut und das ist ja das Ergebnis. Ich habe ja im Unboxing euch was erzählt zu Figuren. Das möchte ich heute noch einmal tun. Ich habe mir, so kam das Paket hier an von Jojo Modellbau. Das ist ja den Link, den ihr dann beim Unboxing euch anschauen könnt, solange es noch Sätze gibt, könnt ihr den Rabattcode eingeben und eben diese Figuren erwerben. Ich habe jetzt genug. Ich wollte 3 Sätze haben. 2 hatte ich schon. Jetzt habe ich den 3. bekommen. Die sind wieder verfügbar. Also bei mir zumindest. Ob das jetzt noch so ist, muss man mal nachgucken nach bei dem Link. Und ich habe dann jetzt 48 Figuren und ich denke mal, das wird dann für mich jetzt reichen. Es gibt noch auf jeden Fall einmal was zu berichten. Die aufmerksamen Beobachter bei mir auf meinem Kanal werden das schon gesehen haben. Und zwar wollen wir jetzt ja mit dem nächsten Bauschritt weitermachen. Und wir bekommen oder wir sollen bekommen, sollen nehmen Verstärkungsteile für den Bug. Die werde ich noch nicht verbauen. Die sollen dann, das hätte noch ein bisschen länger sein können, ne? Dann hätte ich das hier so hinpacken können. Und mir juckt die Nase, hoffentlich kriegt keiner drauf heute. Nur mal hier die Leisten, Restleisten. Ich hebe immer gerne ein paar Restleisten auf. Wir haben ja, das habe ich euch ja schon einmal gezeigt, dass ich, den habe ich noch gar nicht gezeigt, nur bei Facebook und Instagram. Aber jetzt, wir kommen zur nächsten Bauphase und zwar sollen wir jetzt die Bugverstärkungsteile für hier vorne, die werden auch quasi in dieser Baufolge verbaut. Das mache ich noch nicht. Das mache ich später. Warum? Damit ich jetzt erstmal noch nicht die Helling ändern muss. Weil die Bugverstärkungsteile, die kommen ja hier und hier ran. Die sollen nachher für eine bessere Auflagefläche für die Beplankung sein. So, was hat sich geändert? Ihr seht hier auf dem Deck. Ich habe ja also Leisten. Sollen wir jetzt ja auch nehmen, 5 mm breite Leisten. Auch darauf verzichte ich aus einem bestimmten Grund, weil ich habe mir 3 mm Eicheleisten besorgt aus dem elektronischen Kaufhaus. Könnt mich gerne anschreiben, dann erzähle ich euch das nochmal. Ich habe das auch im Video bei den Kommentaren schon erzählt und verlinkt, wo diese Leisten, wo es die dann zu erwerben gibt. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt muss ich erstmal überlegen. Dann sollen wir, kriegen wir eine 4x4 mm Leiste, um Decksauflagen weiterzumachen. Das kann ich noch nicht, weil das Deck will ich ja im Ganzen beplanken. Das heißt, erst wenn das Hauptdeck hier ein bisschen weitergebaut wird. Das, denke ich mal, wird ein schöner Stream werden, wo wir ein bisschen quatschen können und dann Leisten verkleben. Gut, also die erste Bauphase, die wir machen, ist dann quasi, ja, machen wir nichts oder nicht viel. Wir sollen diese Leisten aufkleben auf den nächsten Spant und übernächsten Spant. Das können wir jetzt nicht tun, aus bekannten Gründen. Sonst komme ich da nachher nicht so gut ran. Dann soll das Deck beplankt werden mit den 5 mm Leisten. Und wie gesagt, ich habe ja 3 mm Leisten mir besorgt. Und im letzten Video vom Sonntag
Da habe ich das Backdeck, das vordere Deck. Ich habe ursprünglicherweise erst das hintere, das Popdeck benannt. Aber nein, es ist das vordere Deck. Und hier ist es. Fertig beplankt. Man sollte 5 mm Leisten nehmen. Wie gesagt, ich habe 3 mm Leisten genommen. Hier ist natürlich noch ein bisschen hell. Das kann man halten wie ein Dachdecker, wie man das gerne möchte. Ich möchte auch gleich ein paar Erklärungen dazu noch abgeben, die ich auch im Video gemacht habe bei der Decksbeplankung. Und dann habe ich kein Zweierverlegemuster gemacht, so wie Okre das vorschlägt oder auch der Agostini das vorschlägt, sondern ich habe hier eine Viererfolge. Das heißt, alle vier Planken kommt an derselben Stelle ein Stoß. Ich habe die Planken genommen, gewählt, 75 mm lang aus Eiche und 3 mm. Wir haben hier einen kleinen Unterschied, sehen wir, weil ich habe auch hier farblosen matten Lack. Habe ich jetzt gerade nicht hier, also von Clou habe ich genommen, farblosen matten Lack, und damit, das kann man schön mit einem Pinsel einstreichen. Schnubbert ein bisschen, macht mal kurz das Fenster auf dabei und dann ist das nicht weiter tragisch und dann hat man eben dieses Ergebnis. Ob man das so nachmacht, muss man selber für sich entscheiden. Mir gefällt es so und mir gefällt es so viel besser. Es gibt ein paar Erklärungen dazu. Die 5 mm breiten Leisten hätten gepasst. Und zwar haben wir hier die Modellbaubibel. So sieht das Ganze aus. Eine ISBN-Nummer gibt es auch. Ich halte das mal in die Kamera. So, wer die dann gerne haben möchte, die ISBN-Nummer, kann dann eine kurze Pausentaste drücken, sich die abschreiben und danach suchen. Ihr braucht auch eigentlich nur suchen Wolfram zum Mondfeld und dann werdet ihr darauf hinkommen. Die Info ist folgende, dass die Decksplanken meistens hell waren. Das heißt, ich habe ja seinerzeit mal, also bei der USS Constitution ist es ja, ich habe ja noch eine angefangene Beagle, da habe ich auch ein dunkles Deck gemacht. Naja, so wie man das denn möchte, wenn jemand ein dunkles Deck haben möchte, soll das dann gerne tun. Hier wird nur explizit geschrieben und erzählt, wie das war. Und da hat man normalerweise Buchsbaum und Ahorn genommen. Die Unterdecks kann man auch mit Kiefernleisten planken. Wir haben ja hier, ich glaube, das ist Linde. Lindeleisten. Und ja, das funktioniert natürlich auch. So, jetzt kommen wir dazu. Dieses Schiffchen ist ja von Ende des 17. Jahrhunderts. Das heißt, 1690 war das doch, glaube ich. Und hier geht Wolfram zum Mondfeld drauf ein, in welchem Jahrhundert wie breit die Decksplanken waren. Und je älter das Jahrhundert, also sprich im 16. Jahrhundert, betrug die Breite der Decksplanken 30 bis 45 cm. Das ist eine Menge. Ne? 30 bis 45. Das ist eine Menge. Jetzt sind wir aber im 17. Jahrhundert, also 1690, und im 17. Jahrhundert waren das 20 bis 40 cm. Und wenn wir jetzt umrechnen, kommt man ganz knapp, kommt man da ganz knapp hin. Mit den 5 mm Leisten bei 1 zu 100 wären das 50 cm, bei 1 zu 84 oder 1 zu 86 ist es natürlich ein bisschen weniger, aber wir sind immer noch über 40 cm. Das Ausrechnen, ich habe das Sonntag auch schon, ich hätte mir ja hinsetzen können und hätte das ja mal ausrechnen können. Vielleicht machen wir das nachher gleich mal. Gut, das dazu. Deswegen wird bei 3 mm bist du auf jeden Fall dazwischen, sind wir immer noch nicht bei 20 cm, aber auf jeden Fall unter 40 cm. Man kann auch 2,5 oder 2 mm nehmen, aber je schmaler, je mehr Leisten müsst ihr natürlich verkleben. Und das ist ja nicht so, dass das keine Arbeit ist. Also dieses Deck hat mit allen Pipapo also weit mehr als 2 Stunden gedauert. Gut, eine Stunde war Versuch der Stream bei Twitch. Nebenbei quaddeln, dann ist das dann ja auch so eine Sache.
Also das dazu. Dann wird auf eine wird darauf eingegangen, dass auf jeden Fall eine Viererbeplankung war. Also ne, alle vier Leisten kommt dann derselbe Stoß. Oder alle fünf Leisten. Weil ich habe ja dann genommen 75, 56, 37,5 und 18,5. Und dann so habe ich dann angefangen mit der ersten, dann zweite, dritte, vierte, dann wieder die erste. Und so kann man dann einen Verlegeplan erstellen und so machen. Der einzige Unterschied ist bei französischen Schiffen, und da war aber vor allem in Frankreich im 18. Jahrhundert war es üblich, 6 Planken zu haben. Das heißt, alle 6 Planken war derselbe Stoß. Aber das nur bei französischen Schiffen. Ich habe es bei dem leider nicht gemacht. Da ist ein französisches Schiff, die beim Montagstream dabei waren. Die wissen, dass das die Soleil Royal ist. Ich musste sie jetzt da hinstellen, die Victory, woanders hinnehmen, weil ja mein Platz, ich habe das Schiffchen alles wieder hervorgeholt. Und mein Platz ist natürlich ein bisschen beengt. Ich muss mal schauen, wie ich jetzt noch ein bisschen mehr Platz schaffe, dass gerade bei solchen großen Modellen, auch wenn die Masten nur reingesteckt, die kann man immer noch rausnehmen. Aber wenn die nachher drinnen bleiben müssen, dann, gerade wenn jetzt auch noch der Besanmast reinkommt, dann muss das Schiffchen weiter vor und dann gibt es ja Platzprobleme und man macht sich nachher bloß was kaputt. Vielleicht muss ich nachher auch an einen anderen Basteltisch nachher basteln, wenn ich daran weitermache. Lange Rede, kurzer Sinn, das war dann quasi der erste Bauabschnitt und wo dann auch das Deck hier aufgeklebt werden soll. Ich werde das mal raufpacken, damit ihr das wenigstens einmal mal seht, wie das dann aussieht. Wollen wir dann auch gleich die Kameraperspektive ändern und dann gehen wir auch dann zum nächsten Bauschritt, wo wir dann die Spanten 7 und 8 und hier Verstärkungen, weil unser Schiff wird heute noch länger werden. Also kommt auf meinen Basteltisch, wir legen los. So, damit ihr mal seht, wie das Ganze dann nachher aussieht. Na, hier seht ihr die Ausbuchtungen, die werden überbeplankt. Na, dass wir das hier nicht sehen. Es werden hier wird nur freigeschnitten und natürlich das Mastloch. Das haben wir hier noch nicht ganz freigeschnitten. Und dann kommen die auf die Spanten rauf. Das wird dann so raufgedrückt und später nachher aufgeklebt. Natürlich mit den Decksbalken. Die möchte ich jetzt hier noch nicht aufkleben. Der eine wird schon mich ein bisschen stören, wenn wir hier Decksplanken verkleben. Also so wird das hier nachher weiter gemacht. Aber am liebsten dann erst, wenn ich könnte jetzt hier auf der Seite noch einmal ein bisschen weitermachen. Vielleicht mache ich das nachher auch bei Gelegenheit, weil ich möchte erst dann, wenn hier das Deck weiter ist. Also, ne, das Deck wird dann hier nachher später seinen Platz finden. Oh, jetzt sehe ich gerade, dass mir hier von meinem Deck doch noch was abgegangen ist. Das werde ich dann nachher gleich noch ankleben. So, vorsichtig raufpacken. Mir ist hier nämlich, das kann natürlich passieren, hier ist eine kleine Ecke. Die liegt jetzt hier, die ist mir hier eben abgegangen. Die muss ich dann nochmal ankleben. Denn ich weiß ja nicht, ob man das nachher sehen kann. So, wir kommen dann zur nächsten Bauphase. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das schon Nummer 6? Oder wie auch immer, heute wollen wir 4 Bauphasen machen. Und zwar haben wir diese beiden Bleche, wollte ich gerade sagen. Die werden dann hier wieder hinten angeklebt, um nachher später den Mittelträger hier weiterzumachen. Das mache ich dann aber in einem Atemzug. Und dann haben wir Spant 7 und Spant 8. So, machen wir mal Passprobe. Passt einmal frei und dann so wie letztes Mal nehmen wir erstmal wieder raus. Passprobe ist gelungen.
So wie beim letzten Mal werden wir dann hier Kleber reinlaufen lassen, damit das da nachher hält. Hier an der Seite auch ein kleines bisschen, nicht zu viel, weil alles, was zu viel ist, wird ja nachher wieder rausquellen. Und letztendlich hält das ja nachher alles miteinander. So, bitte nochmal treffen. So, es kommt natürlich trotzdem noch was raus. Das wird gleich mit dem Papiertuch entfernt. Wenn man jetzt nicht rankommt, dann gerne einen Zahnstocher nehmen. Auch wenn man das jetzt nicht entfernt, ist es nicht so schlimm. Das ist nachher nicht so weiter störend. So, dann wollen wir ja, dass das Ganze im rechten Winkel bleibt. Das können wir dann hier mit unseren kleinen Winkeln wieder sicherstellen. Und jetzt haben wir immer noch genügend Platz. So. Immer noch genügend Platz, den nächsten Spant einzubauen. So, ich muss mal ein bisschen weiter rücken. Auf eine Art nachher ein Glück, dass das nachher mit dem nächsten Bauteil die volle Länge erreicht hat. Weil wir nachher sonst ja, irgendwann Platzprobleme bekommen. So, schön darauf achten, das ist jetzt Spant 7. Das war Position 11. Das ist Position 12 laut Okre und Spant 8. Wie gesagt, ich halte mich nicht an den Bauplan von Okre, also nicht zwangsläufig, weil ich wollte das ja mit euch so ein bisschen so machen wie ein Partwork, dass wir sozusagen zusammen einmal die Woche zusammenbasteln. Dass wir das, achso, ich habe den Zahnstocher gesucht, der war hier noch dran an. Dem Papier. So. Also, wie gesagt, man muss den Kleber nicht unbedingt entfernen, aber man kann ja von Anfang an gleich so ein bisschen sauber arbeiten. So wollte ich das gerade sagen. Ausgerechnet, ich sage das. So, dann werden wir hier auch gleich mal die Winkel anbringen. Das wird das Ganze dann 90 Grad haben. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis wir mit dem nächsten Bauteil weitermachen können, weil der Kleber muss ja erstmal anziehen. Das dauert auch nicht lange. Das ist ja einer, der nach 5 Minuten fest ist. So. Wenn wir jetzt kontrollieren wollen, möchten, dann könnte man jetzt hier gucken, die Abstände von den Millimetern, wir haben knapp 62 auf der Seite und knapp 62 auf der Seite, also alles richtig. Wir können ja hier auch mal schauen. Hier haben wir 62, also ist alles gut. Die Decks gehen nachher ja trotzdem rein, weil hier haben wir ja immer noch ein bisschen beweglich. Also das hatte ich ja beim letzten Mal auch erwähnt. Da muss man nicht päpstlicher sein wie der Papst. Diese würden jetzt hier gegenkommen. Die Verbindungsstücke. So, ich muss mal meine Maus suchen. Für die Bauanleitung. Weil die sollten wir jetzt eigentlich auch ankleben. Das machen wir, wie gesagt, in dem Atemzug mit der nächsten Ausgabe. Und zwar haben wir in dem nächsten Bauschritt, werden wir hier ist der Mittelträger und schon mit dem Heck zu sehen. Und der soll hier nachher rein, jetzt weiß ich gar nicht, ob das jetzt hier passt in meine Lehre. Ja, passt. Und soll dann hier reingeschoben werden und da verklebt werden. Das könnte man jetzt nämlich zusammen machen, aber dafür müssen wir noch ein bisschen warten. Und dann kommt anschließend Spant 9, das ist die Position 13 von Okre, kommt Spant 9,
dann hier rüber und kommt über alle drei Bleche. Das können wir nachher, also ich mache jetzt eine kleine Pause, mache mir einen Kaffee, damit ich das Ganze dann hier so einmal fertig machen kann. Hier wird nachher der Winkel auch stören. Das heißt, das muss ich mir dann auf jeden Fall noch einmal anders machen, anders bauen. Ja, das werde ich dann nachher dann auch gleich bei Gelegenheit machen, dass wir dann hier diesen Winkel dann auch noch ändern, damit auch nachher das Heck richtig schön in der Helling drinne sitzt. Gut, dann machen wir einen kleinen Cut und wenn es dann zum nächsten Schritt geht, also wie gesagt, wir bauen ja jetzt hier volle Länge an und dann den Spann 9. Achso, an diesen, nicht an Spann 9, sondern an Spann 8, sollen wir Walnussbeize nehmen. Wer jetzt keine Walnussbeize hat und auch sich die Farben von Okre nicht geholt hat, das ist alles kein Beinbruch. Ich habe mal so ein bisschen geguckt und habe eine ähnliche Beize gefunden. Und ich sag mal so, das tut dem ja dem Ganzen keinen Abbruch. Und nehme keine Walnussholzbeize, sondern Nussbaum. Und da nehme ich diese hierfür. Ich bin mit diesen Beizen ja sehr zufrieden. Ich habe da schon viele andere und habe mir dann entschieden, für die San Felipe diese Beize zu holen. Und wenn er schon im Baumarkt geht, man kann dann auch so ein kleines Fläschchen Kleber mitnehmen. Umso kleiner die Flasche, umso besser handhabt sich das. Und wenn man die kleine Flasche leer hat, dann kann man die gerne mit einer großen auffüllen. Gut, wie gesagt, ich mache einen kleinen Cut, koche mir mal ein Käffchen, dann ist das Ganze fest und dann machen wir zusammen weiter. Bis gleich. So, jawohl, wir haben dann die nächsten beiden Spanten fest und dann wollen wir ja jetzt hier weitermachen. Und da müssen wir natürlich ein bisschen hier reinmachen an Kleber. Ein bisschen hier und ein bisschen da dran. Dann schieben wir das erstmal zusammen. Das ist noch nicht fertig. Schieben wir das erst einmal zusammen. Dann matscht das natürlich ein bisschen an den Seiten raus. Das steht jetzt auch noch nicht richtig übereinander. Das macht aber nichts, weil wir wollen ja jetzt wissen, wie weit müssen wir jetzt hier Klebe ran machen. Oh, das hält. Also das passt hier mit dem Winkel gerade so. Aber jetzt markieren wir uns dann quasi von beiden Seiten, indem wir hier den Schlitz natürlich passgenau hinhalten, markieren wir uns, bis wo wir Klebe ran machen. Damit wir nicht zu viel machen. Aufpassen, dass hier noch nichts reinkommt. Das kommt erst später. Aber gut, von daher, wenn jetzt hier noch was reinkommen sollte, dann machen wir hier ein bisschen was ran. Auf der anderen Seite auch nicht bis ganz runter, weil die beiden Brücken gehen nicht bis ganz runter. Die müssen, wie auch die Spanten hier, das muss immer oben mit dem Mittelträger, muss das oben glatt sein. Im Zweifelsfall von mir aus ein Müh tiefer. So, jetzt halten wir das quasi hier einmal richtig hin. Das machen wir mit dem zweiten auch, bevor wir da jetzt mit einer Klemme kommen. Bevor wir in die Klemme kommen. So, da hatte ich mir schon ein paar größere parat gelegt. Wir müssen jetzt natürlich noch mal schauen und ein bisschen korrigieren. Wir können ja ein bisschen korrigieren. Im Zweifelsfall kann man auch gerne hier zwischen den Spann, der da reinkommen soll, auch hier einmal so reinhalten.
Oder sogar schon mal richtig. Ja, so machen wir das. Sogar richtig. Ja, das wäre ja Passprobe und das passt jetzt aber nicht. Wie gesagt, wichtig ist, dass es oben glatt ist. Bei beiden Seiten. Und die Verkämmung natürlich genügend Platz hat. So, jetzt machen wir hier eine große Klemme ran. Auf der anderen Seite auch. Dann machen wir nochmal Passprobe oder Kontrolle. Hier kann er noch ein bisschen wieder hoch. Das soll ja hier nachher glatt sein. So. Gut. Und hier müssen wir gucken, dass der hier zwischenpasst. Jetzt machen wir hier mal Passprobe vorsichtig und sehen, das passt. Das heißt, jetzt könnten wir da ja gleich einbauen. Ja, das können wir. Aber wir können dann keine Winkel anbauen. Noch tiefer kriege ich den jetzt nicht. Oder wir müssten den höher machen. Das wollte ich aber nicht. Warte mal, wir haben ja noch ein paar andere Klemmen. Ja. Machen wir den erstmal nach ganz unten. Den lassen wir erstmal so oben. Weil jetzt können wir nämlich den einmal reinkleben. Ja, manchmal überlege ich beim Bauen. Ne? Ist ja auch nicht unbedingt verkehrt. So, und dann machen wir das hier von der Seite her genauso. Hier können wir ruhig mal ein bisschen mehr Kleber reinmachen. Damit das nachher auch alles super hält. So, wie gesagt, Spann 9 ist Position 13. So. Wir brauchen wieder den Zahnstocher, um hier ein bisschen den überschüssigen Kleber zu entfernen. Du kannst so wenig machen, wie du willst. Du wirst trotzdem immer... Ja gut, wir haben ja hier diesmal ein bisschen mehr genommen. Und der Spann sollte jetzt genau so weit nach unten gehen, wie die beiden Verbindungshölzer. Und falls das mal unten ein bisschen raustropft, den Kleber gleich entfernen. Der wird euch sonst nachher stören. Ja, der war hier unten. Der wird euch sonst nachher stören beim Beplanken. Gut, kann man ja dann zur Not auch wegfeilen. So, jetzt will ich mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen, dass wir hier... Ne, das wird nichts werden. Wir kriegen hier keinen Winkel ran. Dann machen wir das messtechnisch. Wir haben ja gesagt, so um und bei... Achso, das könnten wir ja erstmal messen, wie weit wir auseinander sind. Das kann ich nicht messen. Komme ich von hier aus daran? Ja. Wir haben hier ein Zwischenmaß von 56. Also das heißt, das ist jetzt hier zwischen enger. Jetzt gucken wir hier, dass wir 56 haben. Ja, ich hätte das schon gerne... Vielleicht machen wir den hier ran, von der Seite. Scheint ja schon ein bisschen zu halten. Dann machen wir den nämlich von hier ran. Aber wie ich schon erwähnt habe, man muss da nicht päpstlicher sein wie der Papst. So, jetzt kommt hier die starke Klemme dann hier wieder ran, damit das wieder alles zusammendrückt. So, jetzt können wir noch mal messen. 56 und ein bisschen, 56 und ein bisschen. Wunderbar! Das wäre jetzt der Spann 9 und der Mittelträger. Jetzt kann man ja einmal mal peilen von hinten,
und sieht, dass das richtig schön aussieht. Ihr könnt das jetzt nicht sehen. Okay, das wäre das. Achso, jetzt haben wir ja gesagt, bei Spant 8 sollen wir hier von dieser Seite Beize ranmalen. Ich habe mir mal schon so einen ollen Pinsel besorgt. Ich weiß nicht, wo der schon mal drin war, in farblosen matten Lack. So, einmal schütteln, schütteln. So vorsichtig aufmachen, weil das macht ordentlich Flecken. Den Deckel hat eine Kindersicherung, runterdrücken, damit man den überhaupt aufbekommt. So, aber auch so, beim ersten Mal knackt das auch noch. Also sozusagen der Verschluss, damit wir wissen, aha, das ist neu. Ne? Und dann wollen wir gleich mal gucken, wie das aussieht. Wir nehmen mal hier so eine Leiste, damit wir einfach mal vorher, bevor wir was dran machen, den Farbton auch mal sehen. So sieht der dann aus. Oh, noch ein, oh, nicht zu viel. Noch ein zweites Mal rüber. Ja, das sieht nach Nuss aus, ne? Kriegt man gleich Hunger auf ein Nusseis. Wie ich jetzt da drauf komme, keine Ahnung. Also, die Leiste kann ich ja wegschmeißen. Ich habe ja andere genommen. Jetzt sollen wir bis zu dieser Kante soll das angemalt werden. Ja, ich glaube, wenn wir ein bisschen weiter malen, ist das nicht so schlimm. So, dann machen wir da mal Beize ran. Das ist jetzt genug drinne im Pinsel. So, hier die Seite ist jetzt ein bisschen heller. War hier ein bisschen, naja, so. Aber nur von einer Seite, wenn ich das richtig sehe. Und die Seite nach vorne. Also so sagt die Bauanleitung. Ich glaube, bei Okra war das auch so. Ich habe nicht mal die Okra-Bauanleitung hier heute zur Hand. Ich gucke wirklich nur in die von die alte De Agostini Model Space. Jetzt können wir hier quasi, könnt ihr gerade nicht sehen, können wir hier den Decksbalken wegschneiden. Könnten wir machen. Ja, dann kann das in Ruhe hier kleben. Ich werde die Beize gleich wieder zumachen. Die geht ganz normal zu. Und dann, wenn ihr die zugedreht habt, dann könnt ihr hier drehen zum Aufmachen, wie ihr wollt. Geht nicht mehr. Wegen der Kindersicherung. Das ist natürlich eine Tropfsicherung. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich habe ja beim Unboxing mit meinem Werkzeug angegeben, was ich alles so habe. Und nun suche ich das natürlich, diese kleine Säge. Und damit können wir dann hier den Decksbalken, der dann ja hier stört, entfernen. Hier wird sicherlich später ein Niedergang oder so reinkommen. Kann man natürlich auch mit Messer versuchen. Guck mal, zack, ab. Ja, ich habe nicht ordentlich aufgepasst. Habe ich mir gleich ein bisschen mehr abgebrochen. Dann eine Feile. Eine Flachfeile. Ich nehme ja gerne hier diese, meine Diamantfeilen. Und dann kann man das hier nochmal ordentlich begradigen. Andere Seite auch. Wenn man beim Holz so ein bisschen Fasern da ein bisschen lose hat, dann kann man das damit entfernen. Jetzt möchte ich nicht pusten, sonst kommt mir der ganze Staub in meinen Kaffee. Prost, Kaffee. Oh, jetzt schlürfe ich euch auch mal einen vor. Aber das muss zwischendurch auch mal sein. Ja, auch so eine Säge findet ihr unten in jeder Videobeschreibung. So, das hätten wir. Das sollten wir machen. Und das wäre dann jetzt der Bauschritt, ich weiß gar nicht welche Nummer. Jetzt, der nächste Bauschritt wird sein, wir brauchen wieder
Wir werden mal so ein bisschen so hin positionieren. So. Wir brauchen wieder eine 4x4 mm Leiste, die wir jetzt noch nicht verarbeiten. Oh, jetzt habe ich mir schön meine Helling voll gesaut mit Beize. Aber macht nichts, ist ja nicht so schlimm. Dann benötigen wir Spant 10. Das ist Position 14. Spant 10 wird auch rausgetrennt. Ich habe euch ja noch gar nicht so erzählt, aber so wie beim letzten Mal wird rausgetrennt aus diesen Laserplatten und dann die Schneidbrücken alle entfernen mit der Fleischmaus oder mit Sandpapier oder einer Feile, wie ihr das gerne möchtet. So, ich hoffe, das hält jetzt, oder ich mache mir jetzt hier meine Klemme ein bisschen senkrechter. So, damit das nicht stört. Aber ich möchte das gerne noch ein bisschen dran lassen. Weil Spant 14 kommt, also Spant 10, nicht Spant 14, Position 14, Spant 10 kommt dann hier als nächstes. Aber ich würde jetzt sagen, jetzt werden wir das mal umdrehen, dass wir die Beschriftung, ne, die Oberkante nach hinten haben. Obwohl ein Laserschnitt ist immer 90 Grad. Aber fürs Gewissen. So, dann machen wir eine Passprobe und siehe da, das passt. Brauchen wir gar nicht kleben, der ist so fest da drin. Ne? So, vorsichtig rausnehmen. Und, achso, ich habe noch gar nicht erzählt, was noch alles dabei ist. Wir haben hier nochmal einen Querbalken. Und zwar, das nennt sich hier Decksbalken. Hier, der kommt nachher auch noch irgendwo rein. Ich glaube nämlich hier, der passt hier, ja, das machen wir dann aber gleich. Und ein weiteres Unterdeck, das heißt, das kommt hier nachher rein. Dafür muss das andere hier aber alles fest sein. Das kommt dann über 1, 2, 3 Spanten, die wir jetzt schon eingebaut haben. Also der wird dann nicht involviert sein. Aber den können wir jetzt natürlich reinbauen. Machen wir da Kleber rein, wie gehabt. Nicht zu viel, Hauptsache da ist ein bisschen dran. Kleben tut das allemal und wird ja nachher auch noch mit mehreren Teilen verbunden. Also kann da nicht viel passieren. Also man muss da nicht, wer weiß wie viel Klebe ran machen. Man sieht ja, ein Teil kommt trotzdem noch wieder raus, obwohl ich gar nicht so viel ran gemacht habe. Ich empfehle euch aber auch dringendst, immer mit Holzleim zu arbeiten. Holz verklebt man mit Holzleim, sonst würde es ja nicht Holzleim heißen. Also nicht mit anderen Kleber. Also ich verkaufe jetzt kein Holzleim, aber es ist, also wie gesagt, immer das, wofür der ausgelegt ist, das dann auch nehmen. Mache ich nicht immer bei jedem Modell so, ich weiß. Ne? Gibt es ja einige Diskussionen, aber das macht ja nichts. So, jetzt können wir Spant 10 hier auch vernünftig fixieren. Mit solchen. Man muss nicht solche Winkel haben. Ich habe die durch Zufall, weil ich mir mal so eine Baulehre gekauft hat, die eigentlich Müll ist, aber diese Winkel sind trotzdem cool. So. Einmal frei. Jetzt könnte man ja eigentlich auch mal, jetzt haben wir schon so viel Spanten angebaut, mal gucken, so wie das so fluchtet, ne? Das sieht schon richtig schön aus. Das sieht schon richtig schön aus. Ja. Ha! Volle Länge. Jetzt fehlen noch drei Spanten. Ich muss hier sowieso noch ein Nupsi ändern, damit hier nachher hier hinten das Heck auch ordentlich ist. Das heißt, das werde ich nachher auch gleich machen. Und ja, jetzt wird, denke ich mal, als nächstes wird erst das Deck eingebaut, bevor wir hier diesen Querbalken einbauen, weil wir nicht jetzt den Querbalken einbauen, weil dann kriegt ihr Probleme mit dem Deck. Na, also den noch nicht einbauen.
So, wir werden dann jetzt eine Pause machen, eine kleine Kaffeepause. Nein, jetzt hier nicht über 10 Minuten. Wir werden eine kleine Kaffeepause machen, dann werde ich das hier alles entfernen und dann kommt das Deck rein. Das wird nachher, wir können sogar den letzten Spann nachher dran lassen, aber ich will das noch ein bisschen ruhen lassen hier, dass das ordentlich fest wird, damit das nachher schön gerade ist. Wir werden auch, denke ich mal, zum Schluss, wenn wir fertig sind, auch noch mal wieder das komplett rausnehmen aus der Helling, um das einfach mal zu zeigen, weil das soll ja rausnehmbar und reinpackbar sein. Und aber die Helling ist immer ein schöner Anhaltspunkt, um zu sehen, ob das Schiff wirklich richtig schön gerade unten aufliegt, dass wir also weder von vorn nach hinten oder in der Seite eine Banane bekommen. Na? Gut, Kaffeepause ist angesagt und dann sehen wir uns nachher gleich wieder, wenn wir das Deck gleich einbauen wollen und diesen einen Querspant. So, dann wollen wir mal mit dem Deck weitermachen. Und ihr seht schon, hier habe ich jetzt die letzten Winkel verändert. Die habe ich nach weiter hinten gesetzt, damit das Ganze dann stabil bis nach hinten durch ist. So, jetzt wollen wir das Deck hier einbauen. Und ja, das wollen wir erstmal einmal Passprobe machen. Ob das überall saugend schmatzend reingeht. Und wir sehen, es passt. So, dürfen nicht vergessen, auch hier Kleber ran zu machen, dass das Ganze dann da auch miteinander verbunden wird. So, jetzt wissen wir, bis wo wir Kleber ran machen, und zwar hier. Nicht unbedingt mehr wie nötig. Kann man sich das einmal markieren. So, und dann rauf mit der Matsche. So, quer natürlich auch. Quer kommt auch Kleber rauf. Und dann wollen wir natürlich, wie wir gesagt haben, hier dazwischen. Das können wir ruhig ein bisschen, dass da oben was rüber geht. Egal, das wischen wir nachher alles einmal ab. Unsere, da tropft jetzt nicht zu viel runter. So, Kleber beiseite. Und dann, ich weiß gar nicht, kriegen wir das nicht auch von oben komplett runtergeschoben? Natürlich. Das ist ja von der Sache her noch einfacher. So, einmal alles andrücken. Wir werden da ja nachher noch Trick 17 machen. So, hier werden wir dann einmal, wie wir gesagt haben, oben drüber einmal abwischen. Und dann die dicken Klemmen nehmen. Jetzt habe ich hier so ein kleines bisschen. Einmal ist weniger Luft, einmal ist mehr Luft. Das würde ja heißen, der Rumpf ist nicht gerade. Aber das habe ich vorhin kontrolliert. Das ist gerade. Na gut, dann werden wir hier mal gegen. So war das nicht gedacht. Ich wollte hier gegen drücken. Und dann machen wir hier die Klemme. Halten immer noch so ein bisschen, machen hier eine Klemme, so. Überschüssigen Kleber ruhig ein bisschen entfernen. Und jetzt kommen hier Gewichte rauf, wer welche hat. Ja. Ihr könnt auch, wenn passt, Ravioli-Dosen nehmen. So, hier brauchen wir ja noch ein bisschen Platz. Jetzt gucken wir mal in die Bauanleitung. Und sehen, dass wir da das Deck eingebaut haben. Und dass wir, Moment, sagt er jetzt noch woanders Weißleim ran. Ja, weil wir jetzt ja hier haben wir jetzt überall nichts dran. Aber ich finde, da müssen wir jetzt nichts dran machen. Das Zwischendeck wird uns vernünftige Stabilität bringen. Wenn ihr das noch dran denkt,
habe ich eben auch gerade so gedacht, entfernt ihr mal beim Mastloch auch den Kleber. Je mehr da drin ist, nicht, dass das nachher 2 mm höher ist. Aber ja, okay. So, dann nehmen wir den Decksbalken und der kommt mit der Lasche nach oben. Der wird jetzt hier eingebaut. So. Ne? Und zwar werden wir jetzt da ein bisschen Kleber reinmachen. Einmal unten. Das ist jetzt unten, ist natürlich jetzt nicht so schwer. Dann nehmen wir ruhig mal einen Zahnstocher und hier so einen ollen Deckel. Dann mache ich mir mal ein bisschen Kleber rein. Weil wir wollen ja auch an den Seiten und oben. Falls mal einer vermutet, weil jetzt hier Beize vielleicht auch an die Klebestellen rangekommen sein kann, das klebt trotzdem. Nur da, wo Kleber dran ist, wird die Beize dann nicht mehr halten. Also einmal so rum, einmal so rum. So, jetzt kommt der Decksbalken dann hier rein. Überschüssigen Kleber abwischen. Und dann braucht ihr wieder ein paar Klemmen. Oder vielleicht hält das ja bei euch auch so. Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe ja alle möglichen Klemmen. Ich habe auch noch andere Formen. Oh, hier ist schon wieder Chaos. Ihr hört das schon. Und jetzt wird quasi das Teil dann fixiert, dass der nicht mehr rausrutschen kann. Und dann klebt das nachher auch so fest. So, dürfen wir noch was machen? Ja, wir werden hier jetzt auch noch Decksbalken aufbringen. Hier. Und mal sehen, was sagt die Bauanleitung. Also einmal hier. Und dahinter auch, wo meine Gewichte stehen. Also das Gewicht ändern wir dann mal nach hier. Ne, passt immer noch nicht. Das können wir so nach hier ändern. Und hier müssen wir dann kleinere nehmen, die nicht so hoch sind, dass wir so, dass wir die Decksbalken einkleben können, aber trotzdem, dass wir trotzdem das Ganze runterdrücken. So. Okay, jetzt haben wir also 2 Decksbalken noch und hier sollen wir auch Beize ran machen. Das hätte ich doch denn vorher machen können. Ist hier noch was dran, ne? Das scheint noch zu reichen. Ist noch genug im Pinsel drinne. Muss das natürlich nur ordentlich festhalten. So, ist auch meine Zahl verschwunden. Weggebeizt. So, jetzt wollen wir ja hier die beiden Decksbalken noch einbauen. Dafür messen wir natürlich den Abstand. Das ist einmal 104. Und der muss ja dann hier unten sein. 96. 96 und 104. Das messen wir einmal zu. Das müsst ihr mir jetzt vertrauen. Das mache ich jetzt hier hinter. Also 104. Vertrauen ist gut, weil wenn das nicht passt, dann seht ihr das ja auch. Dann braucht ihr wieder eure Gärungslehre, eine Feinsäge. Dann kommt die Leiste da rein, dann sägen wir die einmal zu auf Maß. Dann machen wir natürlich gleich Passprobe. Mit der 104 passt nicht ganz. Das heißt, da müssen wir gleich nochmal
bisschen nachschleifen. Und das andere war 96. Auch den sägen wir jetzt ab. Gärungslehre kann weg. So, Passprobe. So, der passt. Der passt gleich. Schleifen wir trotzdem mal ein bisschen nach. So, und der andere, der muss ein bisschen mehr geschliffen werden, weil der hatte ja noch nicht reingepasst. Vielleicht passt der jetzt. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Dann nehmen wir mal groberes Schleifpapier. Besser passt. Sag mal. Habe ich mich um so viel verschnitten? Jetzt passt er. Dann nochmal mit feinem Sandpapier nachbearbeiten, damit das nicht franzt. Dann haben wir ja hier immer noch ein bisschen Kleber. Den werden wir jetzt hier überall auftragen für unsere Decksbalken. Und dann können wir die einbauen. So, erstmal auf Position. Überschüssigen Kleber entfernen und gleich eine Klemme ran, damit das Ganze auf Position bleibt. So, hier weiter hinten auch. Dann haben wir gleich den zweiten Bauabschnitt hier bei mir auf dem Kanal. Gleich erledigt. So. Die Restleisten natürlich alle vernünftig aufheben. So, und dann können wir ja mal einfach mal lang fahren und gucken, wie unser Modell jetzt aussieht. Na, ja. Haben wir vorne und das geht dann bis hier hinten zum Heck. Und wem das jetzt mal interessiert, wie groß das Ganze jetzt ist, wir gehen jetzt vorne vom Bug bis hier hinten zum Heck, bis zum Schwalbenschwanz, quasi das obere Ende, nicht ganz 64 cm haben wir jetzt, ne? Das gibt ja den einen oder anderen, den das interessiert. So, das wären jetzt die nächsten Bauabschnitte. Das wäre jetzt die Bauanleitung Nummer 2 gewesen. Jawohl, ja, das waren jetzt die Bauschritte aus der Bauanleitung Teil 2. Wen es interessiert, die PDF-Bauanleitungen werde ich so regelmäßig hochladen in der Gruppe San Felipe Ocre-D'Agostini Modelspace. Die Gruppe habe ich gegründet. Ich hatte eigentlich gehofft, dass jemand anderer das macht und Admin wird. Da sind auch erst 26 Mitglieder. Leider bauen nicht alle die San Felipe. Aber wie gesagt, wen es interessiert, kommt doch da gerne rein. Und da könnt ihr euch unter Dateien die Bauanleitung 1 und 2 schon downloaden. Und dann kommt ihr genauso weit, wie das hier jetzt zu sehen ist. Ja, die Bauanleitung 3. Ich könnte ja eigentlich auch schon mal schauen, was wir da machen dürfen. Ein Moment. Jetzt muss ich natürlich das erst einmal suchen. Oh, das ist nämlich immer so eine Sache. So, Bauanleitung 3. Da geht es dann beim nächsten Mal weiter. Mit dem Hauptdeck da oben geht es dann weiter und einen weiteren Spand. Könnte ich mal schon eine kleine Vorschau geben.
weil dann können wir das Deck nämlich aufbauen und wir können die Beplankung fortführen. Dann kann man nämlich nachher auch das vordere Backdeck anbauen. Also das ist beim nächsten Mal. Also die Beplankung wird auf jeden Fall noch nicht so weit sein. Oder ich muss es vorher einmal machen, das Hauptdeck einbauen. Das Hauptdeck geht nämlich bis hier, bis zu dem Decksbalken, den wir gerade eingebaut haben. Ne? Aber wir wollen das ja zusammen machen. Ne? Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es dafür ein extra Video. Keine Ahnung. Dann kommt auf jeden Fall Spann 12. Also das ist Spann 11. Das wird dann Spann 12 werden. Beim nächsten Mal. Und das achtere Unterdeck, also sprich hier, was wir eben, das mittlere Unterdeck, das kommt dann 8 dann auch. Das werden wir da dann machen und werden auch einen Haufen Decksbalken wieder einbauen. Und genau, damit wir beim nächsten Mal das Quarterdeck und Spann 13 wird dann eingebaut. Spann 13 ist dieser dann hier. Dann kommen noch zwei Hölzer. Mal sehen, was die für eine Bewandtnis haben. Das kann ich euch noch gar nicht genau sagen. Aber die werden dann noch eingebaut. Also ich mache schon eine ganze Menge. Achso, Quarterdeck in dem Sinne, das ist dann hier so wie vorne. Was wir in zwei Hälften eingebaut haben, wird dann hinten auch so gemacht. Und das wird ja nachher überdeckt, das Deck. Und ich weiß gar nicht, ob wir das beim nächsten Mal alles schaffen. Dann kommt das nächste Deck und der letzte Spann, der hier hinten rankommt, quasi beim Heck. Und ja, das ist ja Arbeit ohne Ende. Da weiß ich gar nicht, das Video kann ich ja gar nicht in eins machen. Aber dann haben wir schon nachher fast den kompletten Rumpf dann schon so zu sehen beim nächsten Mal. Jetzt habe ich gar nicht gezählt, ob das auch 4 Ausgaben waren. Also ich glaube, ich werde dieses Deck auch schon einbauen, damit ich in jedem Falle das Deck weiter beplanken kann und vorne das Deck aufbauen kann. Das denke ich mal, werde ich alleine machen. Was ich alles so alleine mache, so viel Zeit habe ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall war das dann der zweite Bauabschnitt. Soweit sind wir dann jetzt. Ist die San Felipe schon ganz gut, ist da schon ganz gut was passiert. Und ich hoffe, das funktioniert alles. Nächsten Dienstag kommt dann der dritte Bauabschnitt. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen viel, viel Spaß beim Nachbauen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, das habt ihr beim letzten Mal gar nicht so richtig gemacht. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wer mit mir mitbaut und wer die San Felipe überhaupt baut. Und ich hoffe, dass da eine Menge mehr Leute noch auch in die San Felipe Gruppe kommen und dass ich euch da ein bisschen Geschmack mache. Und ja, ihr könnt euch, wie gesagt, die Bauanleitung dort downloaden, könnt die vergleichen mit Okre. Bei Okre auf der Seite bekommt ihr auch die Bauanleitung für die San Felipe und da könnte man ja da vergleichen. Es wird natürlich ein bisschen anders gemacht, aber wie gesagt, das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Und ich wollte mit Absicht das dann so machen. Ob ich das in jedem Fall so einhalten kann, ich schaue nochmal in die Dateien. Wir werden insgesamt haben wir 30 Bauanleitungen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich, also immer mit 4 Ausgaben, das heißt seinerzeit 30 Monate A4 Ausgaben, das werde ich, denke ich mal, nicht unbedingt so einhalten können. Das haben wir gesehen bei der Soleil Royal, beim Montagsstream, dass wir teilweise dann haben, zum Beispiel Bauphase 134 ist immer noch nicht fertig bei der Soleil Royal und die AON 135 befasst den ganzen Mast und der ist nicht mal eben so hergestellt, ne? Angefertigt. Und deswegen, nichtsdestotrotz, am Anfang geht es immer schnell. Da hat man dann auch immer ein schönes, schnelles, cooles Ergebnis. Ich finde, das ist auch sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und ja, ich möchte gerne wissen, wie gesagt, von euch, wer
alles mitmacht bei der San Felipe, wer sie auch baut, wer sie vorhat zu bauen, denkt da dran. Unter www.corona-net.de gibt es Mayo-Rabatt und der hat sich gewaschen. Da für dieses Geld, was ihr dort weniger dann bezahlt, einspart, will ich nicht sagen, weil ne, Hobby ist mit größtmöglichen Aufwand den kleinstmöglichen Nutzen erzielen. Der kleinstmögliche Nutzen ist aber Zufriedenheit, glücklich sein und das ist unbezahlbar in meinen Augen. Und deswegen, da könnt ihr dann auf jeden Fall euch das fehlende Werkzeug anschaffen, die Farben, Kleber und so weiter und so fort. Für das, was da noch fehlt. Also und Werkzeug und Klebe, also Klebe wird man für so ein Modell braucht man, glaube ich, keine ganze Flasche. Wenn man damit sorgsam umgeht. Mir fällt da gerade einer ein. Der sei herzlichst gegrüßt. Der weiß bestimmt, wen ich meine. Und also, ihr kommt da eine ganze Weile mit. Was ich, das wollte ich euch nochmal zeigen, das habe ich gestern im Montagstream auch einmal gezeigt. Und zwar habe ich ja noch vergessen, weil ich den nicht so schnell zur Hand hatte. Ich habe doch euch beim Unboxing so ein bisschen Werkzeug gezeigt. Und hier, das ist dieser Taschenhobel, von dem ich geredet habe. Der ist auch aus Metall. Den brauche ich immer ganz dringend, um ja, Rahen anzufertigen, Masten anzufertigen. Gerade die Sachen, die verjüngt werden. Und das geht damit wunderbar. Und das werde ich euch auf jeden Fall nochmal genau zeigen, wenn das soweit ist. Falls jemand nicht warten kann, es gibt in der Soleil Royal Playlist gibt es ein Video, das müsste eigentlich das letzte sein. Mario bastelt eine Ra. Und da könnt ihr sehen, wie ich das mache mit diesem Taschenhobel. Also der ist auch Gold wert. Wer eine Drehbank hat oder wie auch immer, manch einer macht das ja alles ein bisschen anders. Wie gesagt, ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ohne Strom, nur mit ja, Bleistift, Lineal, Taschenhobel, Sandpapier und dann kriegt man das Ganze damit hin. Bisschen Geduld, bisschen Zeit und dann, ja. Liebe Leute, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das tut auf jeden Fall gerne wieder. Bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal weiter in. Und viel Spaß beim Schiffe basteln. Tschüss.